Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, и вы на канале BitRider. Сегодня у меня наконец-таки обалденная новость. Я сегодня наконец-таки сдал на категорию А. Буквально час назад закончился мой экзамен. Я приехал домой, немножко перекусил, позвонил в салон, и сейчас я собираюсь вызвать Uber и поехать за своим мотоциклом. Фу, пацаны, ребята, как я долго этого ждал, как я счастлив, вы не представляете. Честно, вот до сих пор не верится, что вот оно, все. Блин. В общем, сейчас вызову Uber, доеду до туда и включу там камеру. Поэтому оставайтесь на связи. Я наконец-таки приехал в салон, где стоит моя Хондочка. Сейчас я ее заберу и будет моя первая поездка на ней. Вот такие вот дела. Das prüft man alle 5-6 Wochen mal, wie beim Auto halt auch. Okay. Thema Reifen sagte ich, vorsichtig, vorsichtig, 200-300 Kilometer. Muss mal gucken, hoffentlich regnet das nicht. Also eigentlich haben sie heute nicht angesagt. Also wenn es regnet, natürlich noch vorsichtiger. Ne? Okay. Kettenspannung musst du die ersten 1000 Kilometer nicht machen. Das prüfen wir bei den Inspektionen. Mhm. Danach sollte man die Kette so alle 1,5 bis 2000 Kilometer definitiv mal checken. Bedienungsanleitung, Quatsch nicht, Bordwerkzeug ist hier mit runter. Solltest du an die Batterie ran müssen, die sitzt hier vorne drunter. Wir haben hier zwei Schrauben rausnehmen. Mhm. Sitzbank, fertig. Alles klar. Aufsetzen ist gut. Wir haben dann hier einmal natürlich den Tank. Mhm. Schlüssel rein, rumdrehen. Voll? Nein. Ist der Tank da? Wir machen immer 3-4 Liter rein. So, wenn ich jedes Fahrzeug volltanken würde, würde mein Chef fragen, ob ich ein bisschen blöd bin. Das muss man so sagen. Wo ist die nächste? Gleich da vorne, Aral. Ach, kannst so. Du gleich voll machen. Okay. E5 oder E10, also Super oder E10, ich glaube, die Fahrer stellt sich nicht. Normale Super rein, du musst kein V-Power, kein Ultimate nehmen, darfst das natürlich, wenn du willst, aber erfahrungsgemäß Super, völlig in Ordnung. Ganz normales Super. Ganz normal Super. Also was ich in meinen Roller packe. Okay, um das Fahrzeug anzuschließen, Lenker einschlagen, reindrücken, rum auf Lock, ist das Fahrzeug angeschlossen. Gut. Zündung einmal an, geht das ganze Mäusekino, ich gehe mal kurz rum, von dem Fahrzeug dann halt an, nein, Blinker angemacht. Starterbetätigung läuft so ganz normal. Linker Fahrtrichtung, raufdrücken aus, andere Seite genau das gleiche. Fernlicht kannst du zuschalten. Traktionskontrolle, ABS-Warnleuchten gehen aus, sobald du losfährst. Flackern erst wieder auf, wenn beides reguliert. Leerlaufanzeige geht aus, sobald ein Gang eingelegt wird. Ne? Gänge werden die hier angezeigt. Drehzahlband ist da. Ich sagte bis 6000 Umdrehungen, mehr muss nicht sein. Einmal haben wir hier oben eine Uhr mit drin. Totaler Kilometerstand 0. Du kannst hier unten noch ein bisschen switchen. Und zwar kannst du dir hier den momentanen Verbrauch anzeigen lassen. Momentan Durchschnittsgeschwindigkeit, ja 3 km/h, das mischt, nicht viel. Das ist die Zeit, wie lange der Motor mal gelaufen ist, jetzt nicht die Uhrzeit. Draufdrücken, Durchschnittsverbrauch dann halt nochmal auf 100 Kilometer. Um hier dir was anzeigen zu lassen, einfach raufdrücken, Tageskilometerzähler, so wie beim Auto auch, um den mal zu nullen, damit du siehst, wie weit du gekommen bist. Länger gedrückt halten. Resettet der. Und der resettet hier alle Informationen natürlich auch. Trip B, machen wir genau das gleiche. Wenn wir weiter drücken, kommen wir hier nochmal auf Rotation per Minute. Da zeigt er dir die Drehzahl an, die du halt hast, wenn du das möchtest. Sonst liest es ja hier. Und nochmal einmal raufdrücken, kommst du wieder auf den kompletten Kilometerstand. Wir haben weiter noch Warnblinkanlage für Stauende. Hupe natürlich. Solltest du die Traktionskontrolle ausschalten wollen, länger gedrückt halten. Hier oben durchgestrichen, wieder länger gedrückt halten, an. Schalter, Not aus. Also immer über den Zündschlüssel. Der ist dann halt wirklich für die Fahrensituation. Dieses Lämpchen, was hier oben drin leuchtet, HISS, ist deine elektronische Wegfahrsperre. Das ist nur das Signal, dass die aktiv ist. Dieses Lämpchen geht halt außer zwischen 24 und 48 Stunden, um Strom zu sparen. Ich denke mal, ich erzähle sowieso zu viel. Das wirst du dir wahrscheinlich schon in sämtlichen Videos angeguckt haben, was hier so passiert. Bremsflüssigkeitsbehälter hinten, Kühlwasserbehälter, einmal hier. Und hier machst du dir eine Ölstandskontrolle. Ersten 1000 Kilometer musst du da nicht, dich nicht drum kümmern. Danach prüft man das Öl so alle 2.500 bis 3.000 Kilometer. Ist das Stift oder? Na, genau, ist mehr Stab. Das Stab, heißt, laufen lassen den Motor 2-3 Minuten. 2-3 Minuten warten, bis das Öl nach unten durchgelaufen ist. Mhm. Gerade hinstellen. Так, друзья, я сейчас заехал на заправку. Только что забрал мотоцикл. Заехал на заправку, залил полный бак. Когда отъезжал от этого, от салона, забыл камеру включить. Я сейчас, в общем, поеду домой. О, немножко вообще непривычно после того учебного мотоцикла. В общем, ребята, у меня микрофон пока что еще не настроен в шлеме, чтобы можно было ехать и говорить.
Поэтому, когда я буду ехать, я буду молчать. Потому что будет ветром задувать. Надо к нему немножко еще привыкнуть.